Hallo und willkommen bei German Blank in Ärger Reviews. Alle, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich auch ein Faible für Zwillen habe. Und ich will jetzt einfach mal so eine kleine Zwillenreihe nochmal machen und euch so die besten zeigen, oder die für mich die besten sind, die mir am meisten Spaß machen, womit ich am liebsten schieße. Und da fangen wir heute mal an mit der wohl besten Zwille von Amazon, der HitX Super Grip. So sieht das Teil aus. Darum geht es heute. Ihr seht schon, das Teil hat wirklich einen Super Grip. Es liegt unglaublich gut in der Hand. Genau. Und die zeige ich euch jetzt mal in der Nahaufnahme, schieße ein bisschen mit, erzähle euch ein bisschen was dazu. Viel Spaß dabei. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das gute Stück geliefert wird. Habe es natürlich schon ausgepackt. So kommt es hier in dieser Verpackung. HitX Super Grips Steinschleuder Slingshot Bundle Set. Denn normalerweise habt ihr die Zwille da drin, dann zwei Bandsets. Hier habe ich jetzt schon ein anderes drin, die sind leider mittlerweile kaputt. So, und so noch. Schaumstoffformteil ist es drin, kommt also sicher an. Ihr habt da noch eine kleine Tüte mit, ich glaube, das waren Tonkugeln, die dabei waren. Dann hier die Gebrauchsanleitung, die wirklich super bebildert ist und alles ganz genau erklärt, wie man auch die Bänder montieren kann auf verschiedene Art und Weise. Genau. Ersatzbandset mit dabei und halt dieses Teil. Steht halt einiges drauf. Kundensupport, ups, jetzt fällt es mir raus. Der Kundensupport soll wohl auch ganz gut sein hier, wenn ihr mal irgendwelche Probleme damit habt. Also die Verpackung ist schon mal ganz nett gemacht. So, ich habe die Zwille jetzt schon eine ganze Weile bei mir. Sieht auch schon so ein bisschen gebraucht dadurch natürlich aus. Jetzt ist sie nicht mehr nagelneu. Sie ist aus so einem super stabilen Kunststoff und hat so eine ganz leichte Gummierung. Die hat hier schon so ein bisschen gelitten, weil ich sie teilweise mit Kugeln in der Jackentasche transportiert habe. Sollte man natürlich so nicht machen. Der Griff ist wirklich einmalig gut, kann man nicht anders sagen. Die hat hier diese Ausbuchtung für Daumen und Zeigefinger. Die dicke Seite liegt dann in der Hand, Zeigefinger oben, Daumen unten. Es ist wirklich wie angegossen, als wenn es in die Hand gehört. Ne? Also richtig, richtig klasse. Ich habe so mittelgroße Hände, Handschuhgröße, was habe ich denn? 9, glaube ich. Kann das sein? Habe ich 9? Oder habe ich 10? Ich glaube 9. Da liegt es perfekt. Ich denke mal so mit 10, 11 geht das auch noch. Da ist es dann halt ein bisschen mehr in der Handfläche hier mit dem Knubbel. Bei mir ist es noch also wirklich genauso, wie es sein soll. Kleinere geht natürlich auch noch. Kleine Ränder, das ist echt eine super Zwille. Was hier ganz klasse ist, ihr habt hier diese Befestigungsmöglichkeit. Ja, normalerweise bei anderen Zwillen ist es so, dass das Band immer darüber geht, wo noch mehr Fleisch ist. In dem Fall hier nicht. Also so liegt die Zwille in der Hand. Und es liegt daran, dass hier noch eine andere Befestigungsmöglichkeit ist. Da könnt ihr die Bänder so rollen und reinstecken quasi. Hier ist es mit dem Clip jetzt fixiert. Und da braucht ihr kein Werkzeug. Das könnt ihr einfach mit der Hand locker drehen. So 4-5 Umdrehungen. Und dann könnt ihr es reindrücken und das Band einfach entnehmen. Das ist richtig klasse. Das heißt, wenn ihr das auf eure Größe zugeschnitten habt, dann ja, steckt es einfach rein, lasst los, schraubt es handfest an und das war's. Also das geht wirklich super schnell, ist eine der besten Methoden, finde ich so. Per Hand schraubbar, drücken, reinstecken, fertig. Wirklich klasse. Ja, also wie gesagt, ihr seht, die Zwille ist wirklich akkurat. Hier habt ihr noch so eine, akkurat verarbeitet, hier habt ihr noch so eine raue Stelle hier, dass das gut in der Hand liegt, nicht wegrutscht. Es gibt nicht viel zu sagen. Die Zwille ist ja so von der Größe her unteres Mittelfeld. Nicht zu klein. Super stabil, super gute Handlage. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sie schießt, würde ich sagen. So, ich schieße jetzt hier aus 10 Meter Entfernung auf die tollen Ziele da hinten. Hängen ein paar Dosen, eine PET-Flasche, eine Zielscheibe. Das hat schon alles ein bisschen gelitten. Ich werde jetzt einfach mal die Dosen und die Flasche versuchen zu treffen nacheinander. Fangen wir mal mit der mittleren Dose an. Ja, das war schon mal nix. Da haben wir einen. Ich schieße jetzt mit 8 mm Stahlkugeln. Link dazu packe ich euch auch in die Beschreibung. Zack, die sich bewegende Dose nochmal.
Dann mache ich jetzt mal links die dicke Dose, gucken, ob die geht. Jawohl. Jetzt die Flasche. Jawohl. Seht ihr die überhaupt? Ja, da wackelt sie. So, komm, einmal mache ich noch mal die Dose rechts, die in der Mitte von dem Ziel hängt. Jawohl. Das soll es erstmal gewesen sein. Funktioniert super. Ich will euch noch mal kurz die Dosen zeigen, wie das aus 10 Meter aussieht. Die Dose habe ich vorhin neu aufgehängt. Einschuss, Durchschuss hier, ne? Also die hat schon Power. Da kann man schon echt was mit anstellen. In England werden solche Dinge auch ganz viel zur Jagd auf kleinen Tiere benutzt. Das ist natürlich hier nicht erlaubt. Da ist das so ein regelrechter Volkssport. Also man sieht, die ist wirklich unglaublich stark und natürlich auch zur Selbstverteidigung gegen Zombie-Angriffe durchaus geeignet, sowas. Ne? Also sind auf jeden Fall Durchschüsse hier bei der Dose. Ne? Dicke Konservendose auf 10 Meter. Durchschuss mit 8 mm und 9 mm Stahlkugeln. Ja, nochmal ganz kurz zum Zielen. Ich werde nochmal ein extra Zwillen-Anfänger-Video machen demnächst, aber einmal ganz kurz zur Erklärung für die, die es noch nicht so wissen oder neu sind in dem Metier. Die Zwille ist dafür gemacht, dass man sie so schräg schießt. Genau. Und dann ist es wichtig, dass ihr einen Ankerpunkt sucht. Bei mir ist es hier hinterm Kinn, der Kieferknochen. Da lege ich den Daumen immer rein an der Wange. Genau. Dann ist es wichtig, dass das Band gerade bleibt. Das ist eine Verlängerung von eurem Arm, von eurer Hand. Und was ihr nicht machen dürft, ist so oder so. Dann schießt ihr gegen die Zwille und kriegt das Ganze ins Auge. Das wäre ungünstig. Deswegen auch eigentlich auf jeden Fall als Anfänger Augenschutz tragen beim Üben. Das ist immer sinnvoll auf jeden Fall. Genau. Gerade ziehen, immer den gleichen Ankerpunkt. Und da, wo ihr jetzt meinen Finger sich bewegen seht, da, genau da müsst ihr hinzielen. Hier ist euer Ziel, was ihr treffen wollt. Da muss das zu sehen sein, hier an der Ecke der Zwille oben. Und dann trefft ihr da auch. Genau. Bei dieser Haltung. Hier ist dann wieder was anderes, aber hier, wenn ihr so schräg schießt, muss hier das Ziel zu sehen sein und dann sollte das in der Regel auch klappen. Jo, und zu guter Letzt kann ich euch das Teil nur hundertprozentig empfehlen. Es ist eine meiner Lieblingszwillen, die HitX Super Grip. Sie hat einfach einen Super Grip, kann man nicht anders sagen. Mit den richtigen Bändern saustark. Ziemlich zielgenau, kann man auch nicht meckern. Also, es ist eine von den Zwillen, wo ich am besten betreffe, egal auf welche Entfernung. Macht einfach Spaß, das Teil. Also, Link packe ich euch natürlich zu der Zwille, zu meinen Bändern, die ich benutze und zu den Kugeln. Packe ich euch alles in die Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, so ein Zwillen-Anfänger-Video werde ich nochmal reinschieben. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn da jemand Interesse dran hat an sowas. Ansonsten werde ich einfach meine drei Lieblingszwillen hier vorstellen. Das war Nummer 1. Jetzt folgen noch die anderen beiden. Das sind beides Simple-Shot-Zwillen aus den USA. Das ist die Axiom Ocularis, die ich besonders gerne auch schieße. Sehr stark, auch für weitere Sachen super geeignet. Und die Scout XT ist es, glaube ich, auch eine Simple Shot. Die gehören zusammen mit der hier zu meinen drei Lieblingszwillen und die werde ich euch dann die Tage auch nochmal vorstellen. Bis dahin, bei German Blank in Ärgern los. Ciao, Leute.